Tatjana, ein erster Schritt in Richtung Frieden, so hat es Erdogan genannt, der türkische Präsident. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber nichtsdestotrotz, die Bedeutung ist wie einzuordnen dieses Abkommens. Lena, ja, ich glaube auch, wenn Präsident Erdogan sagt, ein erster Schritt in Richtung Frieden, dann will er natürlich vor allen Dingen auch seine eigenen Verhandlungen, sein Verhandlungsgeschick noch ein bisschen höher hängen, ohne es schmälern zu wollen. Da ist ihm in der Tat gemeinsam mit Guterres durchaus etwas gelungen. Wir sind hier in Odessa, das ist einer der drei Häfen, von wo aus die Schiffe dann also hoffentlich in Bälde anfangen werden, Getreide rauszubringen, Getreide für die Welt. Darüber will ich sprechen, aber auch ganz allgemein über Ihre Eindrücke von der Ukraine, die sie gewonnen hat, mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring Eckert ist bei mir. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, schönen guten Tag. Grüße Sie auch. Lassen Sie uns beginnen mit dieser Einigung, die da gerade erreicht wurde. Ihr erster Kommentar dazu? Ja, erstmal eine große Erleichterung. Ich habe heute am Hafen gestanden in Odessa und vor diesen überfüllten quasi Getreidesilos. Und alle warten natürlich darauf, dass das Getreide abtransportiert werden kann. Hier ist es auch wichtig, dass die neue Ernte nachkommt. Aber noch viel wichtiger ist, es ist Getreide für die Welt. Es geht um den Welthunger. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass dieses Abkommen jetzt unterzeichnet werden konnte. Das ist das Mindeste, was Putin tun konnte in diesem sinnlosen, schrecklichen Krieg, den er angezettelt hat. Und es kommt natürlich auch darauf an, die Verabredung einzuhalten. Wenn Erdogan sagt, das ist ein erster Schritt in Richtung Frieden, was sagen Sie dann? Die Hoffnung bleibt ja immer und wir sollten immer hoffen, dass es Frieden gibt. Aber Frieden heißt eben auf jeden Fall, dass die Ukraine ihr Territorium, ihre Identität behält. Und das ist das ganz große Thema, was hier weiter diskutiert werden muss. Natürlich muss Erdogan das jetzt sagen. Es ist auch gut und richtig so, dass er sich eingemischt hat bei diesem Getreideabkommen. Aber das ist natürlich noch keine Lösung dafür, dass die Ukraine ihre Territorien zurückbekommt. Sie sind jetzt etliche Stunden bereits hier in der Stadt in Odessa. Mit was für Eindrücken fahren Sie heute wieder zurück? Ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt von dem Mut, von dem Durchhaltevermögen der Menschen auch hier, von ja, der ganz klaren Haltung. Das ist unser Land und dafür stehen wir ein mit allem, was wir haben, mit allem, was wir können. Das ist ja jetzt eine Stadt, wo auf der einen Seite der Hafen belagert ist, immer wieder Raketeneinschüsse sind. Es ist aber zugleich eine Stadt, in der die europäische Kultur zu Hause ist. Es ist eine Stadt, in der man sieht, dass das Leben aufrechterhalten werden soll. Und manche fragen ja, Mensch, mitten im Krieg, machen wir Konzerte und versuchen wir ganz normal Leben zu leben. Und ich sage, ja, es wird hier gerade kein Fußball gespielt, wir stehen vor dem Stadion. Es gibt natürlich viele andere Dinge, die nicht stattfinden, aber wir sollten Putin nicht geben, dass unser Leben nicht mehr stattfindet. Und deswegen finde ich auch gut, dass ab und an was Fröhliches passiert, dass gefeiert wird, dass das Puppentheater spielt oder eben die Oper. Warum haben Sie Odessa ausgewählt als Ziel Ihrer Reise? Sie hätten auch noch 2 Stunden weiter bis nach Mykolaiv fahren können. Ich glaube, da wären die Eindrücke noch mal wirklich ganz anders gewesen. Das glaube ich auch. Ich habe die Leiter, den militärischen, den zivilen aus Odessa schon vor einigen Wochen getroffen, Anfang Mai. Damals konnte ich nicht bis hierher, weil es geradezu schwierig war, weil es mehrere Raketeneinschüsse gab. Und deswegen haben wir uns an der Grenze getroffen. Und damals habe ich versprochen, dass ich noch mal wiederkomme. Und Odessa ist natürlich das Sinnbild für auf der einen Seite das, was wir an Getreidelieferungen so dringend brauchen in der Welt. Und auf der anderen Seite, normalerweise würde jetzt hier ein Filmfestival stattfinden. Also es ist auch eine Stadt, die, glaube ich, für viele in Europa immer eine Sehnsuchtsstadt ist. Und deswegen war mir auch wichtig, über den Kandidatenstatus für Europa hier zu reden. Was haben Sie da an Antworten bekommen, als Sie über diesen Kandidatenstatus gesprochen haben? Ja, alle wissen, dass das ja auch kein leichter Weg ist. Und ich will ausdrücklich sagen, ich besuche die Ukraine jetzt nicht zum ersten Mal seit dem 24. Februar. Ich habe das schon seit 2004, 2014 immer wieder getan. Und dieses Land hat dafür, dass es Mitglied der Europäischen Union werden kann, schon sehr, sehr viel geleistet, besonders seit 2014. Ich finde gut, dass das jetzt deutlich geworden ist durch den Kandidatenstatus, aber der Weg ist eben noch nicht zu Ende. Das wissen alle, die hier in Verwaltungen arbeiten, das wissen alle, die hier Korruptionsbekämpfung durchführen und das tun sie ja gleichzeitig. Also auf der einen Seite ihr Land verteidigen, unsere Werte verteidigen, Europa verteidigen und auf der anderen Seite diese Reformen weiterführen. Bleiben wir ganz kurz beim Thema etwas leisten. Leistet die deutsche Bundesregierung genug für die Ukraine?
Die deutsche Bundesregierung hat ja deutlich gemacht, wir tun alles, was gebraucht wird, was wir können, und wir bleiben auch dabei. Und das finde ich wichtig. Sie wissen, dass wir als Parlament sehr deutlich gemacht haben, wir wollen, dass umfängliche Waffenlieferungen tatsächlich auch passieren. Und die müssen auch passieren. Man muss immer sich wieder anschauen, funktioniert das mit dem Ringtausch, ja oder nein? Wie können wir die Lieferungen beschleunigen? Wir merken ja gerade, es macht tatsächlich einen Unterschied, dass diese Waffen da sind. Und das ist und bleibt das eine. Und das andere, wenn wir fragen, tun wir genug? Es geht immer auch um die Wiederaufbauhilfe. Und das sollten wir nicht aus den Augen verlieren, auch wenn der Krieg jetzt schon ziemlich lange dauert. Und wir dann irgendwie schon wieder andere Probleme sehen in unserem Leben. Natürlich kommt es darauf an, da dran zu bleiben, sowohl bei den Waffenlieferungen als auch bei der Wiederaufbauhilfe. Aber wäre es nicht besser, wenn es erst gar keine Wiederaufbauhilfe bräuchte, weil genügend Waffen geliefert worden sind? Das wäre natürlich in jedem Fall besser. Deswegen sage ich nochmal, wir sehen gerade, die Waffenlieferungen machen einen Unterschied in diesem Krieg für die Ukraine. Und trotzdem sind schon Dinge zerstört. Und deswegen ist die Wiederaufbauhilfe auch wichtig. Sie haben den Ringtausch gerade angesprochen. Jetzt sind Sie den ganzen Tag hier unterwegs gewesen. Deshalb weiß ich nicht, ob Sie auf dem aktuellen Stand sind. Ich will Sie auch gar nicht aufs Glatteis führen. Ich darf nur schnell mal zitieren. Der polnische Vizeaußenminister wirft Deutschland ein Täuschungsmanöver vor in Sachen Ringtausch. Wenn Sie es jetzt zum ersten Mal hören sollten, spontane Reaktion? Ich habe es vorhin kurz gelesen, dass er uns das vorwirft, und ich kann nur sagen, wir als Parlament, das haben wir von Anfang an getan, wir werden alles daran setzen, dass das, was wir im Parlament beschlossen haben, auch real passiert. Was nehmen Sie von hier jetzt noch mit? Ja, erstmal den großen Wunsch, dass wir es schaffen, dieses Land nicht nur zu befrieden, sondern die Identität der Ukraine zu stärken. Dazu gehört hier sehr viel, dazu gehört auch bei uns sehr viel. Wir haben kaum zum Beispiel Lehrstühle, die ukrainisch unterrichten. Das mag irgendwie wie was Kleines klingen, aber dass wir hier und da überall russisch miteinander reden und eben ganz selten nur ukrainisch, ist so ein Zeichen für Identität. Ich nehme mit den unglaublichen Willen der Menschen hier, übrigens auch die wahnsinnig große Gastfreundschaft. Vielleicht was Kleines, ich habe bei mir zu Hause in Weimar einen Ginkgo-Baum gekauft und habe ihn mit hierher genommen, was gar nicht so einfach war, so einen Baum, so einen kleinen Baum auf so eine lange Reise zu nehmen. Der ist jetzt hier eingepflanzt, und das ist natürlich ein Symbol für Haltbarkeit, für Stabilität, aber auch für Freundschaft. Und ich hoffe sehr, dass der Ginkgo-Baum und das, was Goethe dazu gesagt hat, hier auch ein zweites Zuhause finden kann, so wie viele Ukrainer bei uns zu Hause zweites Zuhause finden. Frau Göring-Eggert, ich bedanke mich für das Gespräch. Ihnen eine sichere und gute Heimreise. Ebenso. Ja, Lena, und mit diesen Abschlussworten, mit der Geschichte vom hier jetzt eingepflanzten Ginkgo-Baum, gebe ich zurück zu euch. Das sind auch in der Tat sehr, sehr schöne Abschlussworte. Tatjana, vielen Dank für dieses Interview.